Moin und Moin aus Hamburg, Cody, der finde ich hier mit dem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es dann wieder Division Rivals Rang 1 Belohnungen. Und ich möchte euch heute einfach zeigen, ob es sich lohnt, anstatt die Münzen die Rewards zu nehmen. Dieses eine ultimative Pack habe ich vor, auf jeden Fall für euch auf YouTube zu öffnen. Und genau deswegen mache ich dieses Video. Es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr kurzes Video. Aber ich möchte euch trotzdem das Pack zeigen, um zu schauen, ja, vielleicht sieht man da ja was Gutes. Und genau, wir hatten ja letzte Woche schon das Video aufgenommen, da haben wir auch die Packs gezogen, da haben wir gar nichts gezogen, da hätten wir wahrscheinlich besser die Münzen nehmen sollen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir wieder nicht die Münzen nehmen, was wir jetzt ziehen. Bin gespannt, ich würde sagen, wir gehen direkt ins FIFA-Menü. Genau, also Option 1 haben wir 61.000 Münzen, Option 2 ein ultimatives Pack und Option 3 zwei ultimatives Pack. Das ist aber untauschbar, dementsprechend würde ich das jetzt nicht benutzen. Und ich würde sagen, wir nehmen Option 2, zack, bestätigen. So, wir sind noch eine der ersten, die Belohnungen abrufen. So, ein ultimatives Pack. Let's go. Division Rivals, jetzt gehen wir in den Shop. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein Pack, wo 30 Seltene drin sind. Einzigartige Top-Spieler in einem Pack, für 31 Spieler, alle Gold, alle Selten. Ja, es wird ein sehr, sehr kurzes Video, aber ich möchte euch das Pack unbedingt zeigen. Deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1, Nose Pack, Lego, come on, come on. Ich will auf jeden Fall ein Walkout sehen. Es wird Frankreich, ZTV, Paris, Kimbembe. Ja, was soll ich dazu sagen? 13.000 ist ja, glaube ich, wert. Ich dachte erstmal an Varane. Aber ansonsten haben wir Pereira, Lenglo, Benietta, Mariano, Akinfev, Gregoric, Mina, Tamares, Maite. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde es. Boah, schwierig. Schwierig, schwierig. Also Kimbembe, ich glaube, der war 13.000 wert, ja ungefähr 13.000. Nichts wert, der könnte ein bisschen was wert sein, auch nicht wirklich. Ich glaube, hier ist keiner was wert, außer Kimbembe. Kann das sein? Vielleicht noch Mariano? Ne, nicht mal der. Okay, dann wird es ein bisschen kritisch, aber ja, auf jeden Fall weniger als was wir an Coins hätten bekommen können. Das auf jeden Fall. Aber es hätte auch jetzt schlimmer kommen können, denke ich. Es hätte auch viel besser kommen können, naja. Was willst du machen? Also Walkout wollte ich unbedingt haben. Ich denke, für Rang 1 Division Rivals hätte man das schon mal raushauen können, aber naja. Das Packlack kriegen wir dann in den Weekend League Rewards, nämlich ist heute Donnerstag und Donnerstag um 9 Uhr. Und ja, ich hoffe, dass wir in den Rewards mehr Glück haben. Was hattet ihr in den Packs? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das vom Video, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr natürlich in Zukunft mehr Division Rivals Belohnungen sehen wollt, dann lasst es mich natürlich wissen mit einem Like und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer Kollege der Finisher. Ciao.